Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute will ich euch ganz gerne zeigen, wie aus diesem hübschen Karton diese Wintervilla wird. Draußen ziehen die Temperaturen so langsam aber sicher an. Der erste Schnee, zumindest bei mir, ist auch schon gefallen und hat die Winterlandschaft freigegeben, würde ich mal ganz gerne so sagen. Was kann es da besser geben, als so langsam aber sicher auch die Weihnachtsdörfer vorzubereiten? Und dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, mein Programm zu erweitern. Also mein Programm nicht, aber mein Dorf zu erweitern mit dieser Wintervilla. Letztes Jahr hatte ich euch auch schon das Winterhaus von Lesti vorgestellt. Von Lesti auch die Wintervilla. Sie steht ungewöhnlicherweise schon hier. Normalerweise habe ich immer die Steine erst hier stehen. Dieses Mal geht es genau umgekehrt. Will ich ganz kurz drauf eingehen. Ich habe das Ganze auf der Arbeit mittlerweile zusammengebaut, weil hier fehlt es mir so ein bisschen an Zeit mittlerweile. Da hatte ich ja dieses Jahr schon öfter mal angesprochen. Zeit, ein ganz großes Problem, so langsam aber sicher. Die Sets sind teilweise einfach zu groß, die bei mir entstehen. Also habe ich das auf der Arbeit zusammengebaut. Ich will euch den Speedbuild natürlich nicht vorenthalten, weil ich weiß, dass der ein oder andere das mag. In einem Hotelzimmer ist die Beleuchtung nicht die, die man sich wünscht. Das hat mit Studio nicht wirklich viel zu tun. Die Qualität von daher nicht wie gewohnt, aber ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten. Ich denke mal, wir bauen das Ding mal schnell zusammen und dann gehen wir auch mal darauf ein.
Zack, so schnell kann's gehen. Ich hoffe, ihr wart mit der Bildqualität halbwegs zufrieden. Mal schauen, vielleicht arbeite ich noch daran oder ich stelle die Speedbuild-Sequenzen für Sets, die ich dann doch jetzt mal anfangen werde, auf der Arbeit zu bauen. Also nach Feierabend, nicht während meiner Arbeitszeit, logischerweise, dass die ohne Speedbuild sind. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache mir Gedanken, ihr benutzt die Kommentarfunktion und schreibt mir das rein. Wie störend wäre das von euch, wenn hier und da der Speedbuild mal fehlt? Vielleicht mögt ihr es ja, hier auch so ein bisschen Musik zu hören. Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist für mich eine wichtige Information, also bitte ich wirklich mal darum, mir diese Information zukommen zu lassen. Es kostet euch kein Geld, mir hilft es gewaltig. So, zurück zum Set. Lässt die gewohnt. Fangen wir gleich mit dem Negativen an. Lässt die gewohnt bekomme ich nicht immer alle Teile. Auch bei diesem Set hat ein Teil gefehlt. Jetzt werden viele sagen, ein Teil, Mensch, stell dich nicht so an, das ist doch wohl völlig in Ordnung. Ja, ist es, wenn es nicht ausgerechnet die Eingangstür wäre. Und ich habe keine Eingangstür. Hier guckt man also ins Leere. Und das sah so schön aus mit dem Kranz vorne dran. Ich kann hier nochmal links und rechts gucken. Ich hätte eine in Schwarz, das ist es dann aber auch gewesen. Also sehr, sehr ärgerlich, die Eingangstür fehlt. Ich weiß, ich reklamiere das und ich bekomme meine Tür auch in 2 bis 3 Wochen. Aber jetzt gerade sehr, sehr ärgerlich, muss man mal ganz klar so sagen. Ich komme mit dem unteren Teil des Hauses, der Villa, Entschuldigung, jetzt habe ich eine Villa zu einem Haus degradiert. Das geht mal gar nicht. Ich halte sie so ein bisschen schräg, dann könnt ihr schon mal hier die Inneneinrichtung bewundern. Es ist ein Kamin mit einem offenen Feuer darüber. Der Kranz hier im Haus steht ein Weihnachtsbaum. Es ist derselbe Weihnachtsbaum, den man auch hier draußen findet. Die beiden unterscheiden sich also nicht. Und noch 2 Sessel mit dabei. Also wirklich wunderschön hier ab. Ach hier, ja, jetzt fällt alles ab. Das war mir unterwegs im Auto schon passiert. Ich vermute mal, ich habe ihn einfach nur nicht fest genug zusammengemacht, denn im Auto hatte der sich auch schon verabschiedet, wo ich dann gleich zur Teilequalität kommen kann. Die war nämlich durchweg in Ordnung. Das war überhaupt kein Problem. Es hat Riesenspaß gemacht, damit zu bauen. Also auch bei Lesti geht die Qualität stetig nach oben. Das ist sehr, sehr schön. So, haben wir das schnell mit abgehandelt. Hier noch die beiden Sessel, auf die kann man eingehen. Und jetzt muss ich mal gucken. Die Qualität der Steine von Lesti war bis zu dem Punkt, wo mir dieser Baum alle Nasen lang abfällt, durchweg in Ordnung. Glaubt es mir bitte. War das jetzt der gleiche, der hier wieder abgefallen ist? Oder hat auch der noch? Nee, der hat vermutlich auch nur von der Farberei einen Treffer. Ich finde das witzig. Ich schneide das auch nicht raus. Ich will euch hier nichts vorgaukeln. So, ich drücke sie jetzt alle nochmal nach. Es kann einfach nur sein, dass sie die 150 Kilometer Autobahn sich ein wenig losgerabbelt haben. Und wir versuchen es nochmal. Bin ich schon mal auf die beiden Sessel eingegangen? Ja, auf die Sessel bin ich natürlich eingegangen. Ich wollte nur gucken, warum ich es halten muss. So muss ich es halten, denn hier steht auch noch ein Bücherregal. Es sind auch Bücher drin. Kann man ganz leicht, wenn ich jetzt hier so die Tür so ein bisschen nach vorne, ihr könnt das sehen, es ist also ein Bücherregal und es sind Bücher drin. Soweit zu dem, was im Erdgeschoss zu finden ist. Von außen ist das Ganze auch schön gemacht mit den weißen Steinen. Man weiß also, es hat geschneit. Die Kinder haben im Garten einen Schneemann gebaut. Soweit ist das eine schöne Sache. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch mit den alten Fenstern mit dabei. Soweit alles herrlich hier vorne. So ein bisschen der angedeutete Kopfsteinpflasterweg. Wirklich sehr, sehr schön gelungen. Stellen wir das erstmal wieder weg. Dann gehen wir eine Etage höher. Das Schlafzimmer, auch das will ich euch nicht vorenthalten. Hier ist jetzt nicht ganz so viel. Wir haben einen Nachtschrank und zwei grüne Betten. Hier drunter einfach nur eine Menge Hohlraum. Mehr ist da nicht passiert. Ist aber schön gemacht mit den, ich weiß gar nicht, wie man diese Ornamente nennt, die an den alten Villen mit dran sind. Schöne Anbauten, würde ich jetzt mal so als Nichtfachmann sagen. Hier der Rest von dem Kamin. Die Abgase wollen ja irgendwie nach oben gelangen. So, das Ganze kommt logischerweise hier drauf. Wird so ein bisschen nach hier versetzt. Ich drücke das jetzt nicht zusammen. Ihr werdet gleich noch
erfahren. Warum? Schlussendlich haben wir noch ein Dach, was ich jetzt gerade mit meinen Wurstfingern hier abreiße. Das ist jetzt, hat jetzt mit Klemmkraft nichts zu tun. Das ist einfach nur, wo hohe Kräfte sinnlos walten. Komm raus hier. Komm doch mit meinen Fingern hier nicht rein. Dann müssen wir es nochmal umkippen. Ich liebe das. Ich liebe solche Videos. So herrlich. Da seht ihr mal, es funktioniert nicht immer alles. Auch das wird logischerweise nicht herausgeschnitten. Ich stelle es wieder nur locker hier oben drauf. Ich erkläre euch gleich, warum ich das mache. So und wieder drauf und Pinzette wieder weg. Komme ich mit dem Dach nochmal so ein bisschen näher. Hat jeder vielleicht schon mal gesehen, dass alte Stadtvillen immer so ein bisschen diese Dachterrasse oben mit dabei haben. Hier ist sie logischerweise zugeschneit, denn es ist ja Winter. Auch hier nochmal zwei Schornsteine drauf. Schornsteinnisse essen, wie man bei uns sagt. Jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt so rum, weil ich will es eigentlich noch nicht festmachen. Schöne Sache, gefällt mir wirklich gut, passt super in mein Winterdorf. Jetzt kann man sich, um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten, für 30 bis 40 € bei Lighthailing natürlich auch noch ein Beleuchtungsset machen lassen. Ich habe mir diesmal gedacht, nö, mache ich nicht. Ich möchte das Ganze in mein Schaufenster stellen und habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn dieses Haus beleuchtet wäre. Jetzt muss ich mal hier ein Fenster öffnen, denn ich habe mir dazu für 2,99 € aus dem Baumarkt solch eine LED-Lichterkette geholt. Die schubse ich jetzt hier mal rein. Ich gehe davon aus, dass sie hell genug sein wird. Führe jetzt hier auf der Seite noch mal eins mit raus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe das im Vorfeld nicht getestet. Mir kam nur die Idee zu sagen, ja, dieses Häuschen beleuchten ist doch bestimmt eine schöne Angelegenheit und das mit ganz, ganz kleinem Geld dieser Lichterkette. Ich mache jetzt Werbung für Lichterketten. Gottes Willen, so weit ist es mit mir schon gekommen. So, ich denke mal, das sollte so funktionieren. Das Fenster mal so ein bisschen mit dran machen. Nee, es rutscht wieder raus. Klar, dieser Draht ist ein wenig unter Spannung. So, jetzt hält es. Und auch das Dach nochmal drauf. So, zack. Jetzt mache ich mal so ein bisschen hier mein Studiolicht aus. Ich bin gespannt, ob man das sehen kann. Also ich sehe es. Ihr in der Kamera natürlich nicht. Doch, also hier ist das wunderschön zu sehen. Wäre jetzt hier eine Tür, wäre das um ein Vielfaches besser. Ihr könnt sehen, dass hier was leuchtet. Ja, könnt ihr wirklich wunderbar erkennen. Aber ihr seht nicht, dass das richtig klasse aussieht. Ich mache mal wieder das Licht an hier. Das ist ja, hui, Gottes Willen. Ich bin also wirklich begeistert. Das funktioniert. Ich mache das jetzt auch nicht aus, weil es geht ja nach 6 Stunden automatisch aus. Laut meiner Uhr ist es 5 Uhr. 6 Stunden obendrauf ist das eine schöne Zeit, wo das bei mir im Garten, ach, im Garten wäre es natürlich auch nicht schlecht, wie es bei mir im Laden leuchten darf. Das werden die Leute dann schon sehen. Fehlteile habe ich euch von berichtet. Qualität der Steine ist wirklich gut. Ich weiß, hier ist zweimal was abgefallen, aber das Set hat ein paar hundert Kilometer Vibration hinter sich. Da dürfen diese Bäume, die ja so ein bisschen lastig sind, auch mal abfallen. Das gestatte ich ihnen. Ein Fehlteil hat es leider gegeben, in meinem Fall die Tür. Ärgerlich. Ich kann es jetzt aber leider auch nicht ändern. Aber wir müssen halt darüber reden, dass sowas fehlt. Das Design gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Wie es euch gefällt, erfahre ich nur, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Also haut in die Tasten, schreibt mir nicht nur, wie ihr das mit dem Speedbuild findet oder ob ihr darauf verzichten könnt, sondern schreibt mir auch, wie ihr dieses Set findet. Wäre wirklich sehr schön, das von euch zu hören. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Mitternacht, Mitternachtssnack, Kaffeetrinkenszeit. Ich weiß nicht, wo ihr das Video gerade schaut, wie spät es ist, aber ich weiß, dass ich euch von Herzen einen schönen Tag wünsche, der noch vor euch liegt.
oder den ihr kurz vor der Beendigung seht. Bei meinem nächsten Video, das wisst ihr hoffentlich auch ganz genau, wünsche ich mir, dass ihr wieder gesund vor euren Monitoren sitzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.